Ja, danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauer hier im Saal und auch im Livestream. Ich versuche das jetzt mal mit der integrationsparlamentarischen Konsensualität. Wir haben ja einen Antrag von Rot-Grün, der sicherlich nicht ganz perfekt ist. Wir haben einen Entschließungsantrag der FDP, der das Ganze besser machen soll. Kollegin Brandt erläuterte eben schon unsere massive Vorarbeit zu dem Thema. Und wir haben das Versprechen der CDU, sich konstruktiv, kritisch, aber konstruktiv zu beteiligen. Da müsste es uns allen doch gelingen, was Sinnvolles für die Geflüchteten und für unser Land hinzukriegen. Ich streiche mal so ein paar Punkte raus, die anscheinend in der Diskussion völlig unkritisch waren. Zum einen scheint die Vorrangprüfung nicht mehr ganz so sinnvoll zu sein wie noch in den 80er Jahren. Das werden wir, glaube ich, auch in den Ausschussberatungen sehr, sehr gut rausstreichen können. Zum Zweiten sind die Menschen, die hierhin geflüchtet sind, sehr viel flexibler und ortsunabhängiger als viele Menschen, die wir als Teil einer verfestigten Arbeitslosigkeit kennen. Das heißt, diese Menschen, denen helfen wir nicht nur durch Arbeitsmarktzugang, sondern wir helfen auch unserem Land dadurch, dass diese Menschen Arbeitsmarktzugang erhalten. So, da sind wir uns wahrscheinlich auch relativ schnell einig. Nächster Punkt, Sprachkurse. So, da spielen wir jetzt das Schwarze-Peter-Spiel. Muss der Bund bezahlen, muss das Land bezahlen? Wir haben es zuerst gesagt, ihr habt zuerst gesagt, mal gucken, halt ihr nichts von. Vielleicht fangen wir mit einem kleinen Schritt an und sagen, wenn wir Heime für Geflüchtete haben, wo vielleicht 150 Leute untergebracht sind. Und solche Heime gibt es. Das ist jetzt kein fiktives Beispiel. Das ist ein Beispiel, das es gibt. Und bei dieser Unterbringungsmöglichkeit habe ich 600 gemeldete Menschen, die da ehrenamtlich helfen wollen, die an 6 Tagen die Woche ehrenamtlich Deutschkurse geben können. Und das sind nicht irgendwelche Menschen, die noch nie selber Deutsch gesprochen haben, sondern das sind Studenten von Fach- und technischen Hochschulen, die auf Deutsch studieren. Die können schon ein bisschen Deutsch beibringen. Vielleicht hilft es da unseren Kommunen, wenn wir da koordinierend etwas eingreifen, wenn wir auch Mittel für Koordination bereitstellen. Das heißt, lassen Sie uns die große Diskussion, wer denn letztendlich die ganz verpflichtenden Deutschkurse bezahlt, und da sagte Frau Kollegin Düker gerade was Richtiges, nicht nur vor dem Arbeitsmarkteintritt, sondern auch später, und fachbezogene Deutschkurse. Die können wir gut im Ausschuss führen, lassen Sie uns die konstruktiv zielorientiert führen, aber lassen Sie uns doch vorab das ehrenamtliche Engagement, was uns bei ganz, ganz vielen Menschen hier im Land inzwischen entgegenschlägt, lassen Sie uns das konstruktiv nutzen. Zurzeit liegt das ungenutzt brach, ganz im Gegenteil, diesen Menschen schlägt sogar dadurch, dass es nicht genutzt werden kann, so ein gewisses Maß an Ignoranz entgegen, und das darf nicht sein. Wir haben hier in diesem Land diesen Wechsel zu einer Willkommenskultur geschafft, diese gesamte Gesellschaft, einzelne, vereinzelte Gruppen völlig außen vor genommen. Aber der ganz, ganz große Teil unserer Bevölkerung lebt inzwischen eine Willkommenskultur, wie man sie sich besser kaum noch vorstellen kann. Und das muss man auch anerkennen, und das müssen wir stützen und befördern. Und lassen Sie uns da nicht hier drüber streiten, schwarz, rot, grün, gelb, orange, was auch immer, sondern lassen Sie uns da ein Zeichen setzen, dass wir das fördern, dass wir das gutheißen. Das wäre mir ganz besonders wichtig. Noch ein Hinweis an den Kollegen Kerkhoff. Ja, Aufnahmefähigkeit. Ich habe es eben zu Top 2 schon gesagt. Ich sage es jetzt mal nochmal. Demografischer Wandel. Aktuell bundesweit 43 Millionen Arbeitsverhältnisse. 2050 demografische Entwicklung aktuell, noch 25 Millionen Menschen, die diese Arbeitsplätze wahrnehmen können. Und das bei einem Bevölkerungssaldo-Zuwachs von 100.000 Menschen gerechnet. Nicht meine Zahlen. Finden Sie selbst im Internet. So, lassen Sie uns das also als Chance begreifen. Nicht nur für die geflüchteten Menschen, sondern auch für unser Land. Lassen Sie uns doch diese Diskussion nicht von Angst vor dem Unbekannten beherrscht sein. Das ist doch eine Chance für uns alle. An der Stelle mal was Staatstragendes. Ich empfinde die Menschen, die hier hinkommen und uns, die wir hier schon länger leben und unsere Familien, durchaus als Schicksalsgemeinschaft. Lassen Sie uns das bitte leben. Lassen Sie uns das Beste für uns alle draus machen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Sommer. Meine Damen